Mahlzeit. Liebe Grüße aus Palermo. Wir haben heute den 15.12., ich glaube Viertel vor eins, 12.45 Uhr. Oh, wir haben mal wieder lange geschlafen. Oder? Nein, liebe Grüße von dem Campingplatz Mar Azul. Ja. Wir sind hier am 11.12. angekommen. Dort hatten wir leider jetzt 3 Tage nicht so schönes Wetter, war immer sehr bedeckt. Nebelig. Nebelig, so ein ganz leichter Sprühregen kam auch schon mal. Ja, war nicht so schön gewesen. Nee, war die fies. Zeit haben wir genutzt, um mal ein bisschen zu relaxen. Ja. Aber seit gestern haben wir wieder traumhaftes Wetter. Es ist jetzt gerade eigentlich ein bisschen windig wieder geworden, aber stört uns nicht. Genau, ja. Wir haben die Drahtesel wieder am Start. Genau. Fahren jetzt mal nach Palermo rein. Ja, haben wir auch noch nicht gesehen. Nee, wollen wir uns mal angucken. Naja, wir waren ja nur einmal einkaufen, da gibt es einen großen Konsummarkt. Ja. Und der ist ganz gut ausgestattet. Ja. Da kriegt man alles, was man braucht. Der ist so circa 1,3 Kilometer entfernt. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Und ich zeige jetzt, ich mache einfach mal hier so einen Schwenk von der Einfahrt. Ich könnte dabei weiterreden. Genau. So wie jetzt, so geht es die Einfahrt. Das ist die Hauptstraße. Da hinten ist gleich das Meer. Seht ihr ja, der Strand. Ja, den und Strand zeigen wir euch auch noch mal kurz. Ist jetzt nicht so. Nein, ist nicht so doll. Ist nicht dolle. Also nee. Ist hier kein schöner Strand, nein. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich sage jetzt nur sofort dazu, wir sind da schon mal kurz gewesen. Ja. Und es riecht eigentlich nach Hundekacke. Ja. Ja. Man kann zwar kilometerweit laufen, ja. Aber schön ist der Strand nicht. Genau. Nein. Naja. Aber ist ja auch Winter, wir wollen ja nicht am Strand liegen. Genau. Genau. So, hier da hinten ist so ein Parkplatz. Da müsst ihr euch hinstellen, wenn euch hier zur Anmeldung ankommt. Ja. Hier ist die Einfahrt, da hinten sind die Schranken. Ihr geht dann zur Rezeption in dem weißen Gebäude, meldet euch an. Dann hat es hier so eine Erkennung vom Nummernschild. Dann fahrt ihr später auf die Schranke zu, Schranke geht hoch. Und ihr fahrt auf euren Platz. Ja. Hier nochmal links gibt es mal, sagen wir mal, ist so zwei Buhlbahnen. Dahinter ist ein Spielfeld für Kleinfeldfußball. Dahinter ist der Pool. Da ist so ein Hüpfburg. Und andere Sachen werden wir euch natürlich auch noch zeigen. Aber wir wollen jetzt erstmal von hier Hallo sagen. Genau. Genau. Bevor wir vergessen, wir haben ja schon ganz liebe Zuschauer kennengelernt. Auf jeden Fall. Liebe Grüße an Andreas und Dagmar. Andreas? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oder Michael. Unsere Luxuscamper. Die Luxuscamper, mit dem Absacker, die. Ja, okay. So, wir machen uns jetzt mit auf den Weg und nehmen euch dann natürlich mit. Also aufsteigen. Zack, zack. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung City. Ihr seht da oben auf den Bergen, der Sierra Nevada. Ist halt, glaube ich, da oben. Da liegt sogar noch Schnee. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir mit dem Roller da mal hin können. Aber das ist echt zu weit. Das sieht so nah aus. Aber das täuscht ungemein. Ja, hier links der Strand halt hinter den Büschen. Aber wie gesagt, den zeigen wir euch auch noch. Wir gucken mal, dass wir jetzt die Promenade finden von Palermo. Und dann fahren wir da mal mit dem Rad ein bisschen her. Ja, jetzt sind wir praktisch an dem Anfang der Fußgängerzone oder der Promenade. Hier ist der Blick zum Strand Richtung Campingplatz da hoch. Ja, was soll ich sagen? Ja, wie ihr so seht, der Strand, ihr könnt zwar unendlich lange laufen, aber wenn der Jürgen mal so runterfilmt, also sehr gepflegt ist der Strand nicht. Ja. Und ja, jetzt ist wir mal ein bisschen enttäuschend hier. Ja, ne? Jetzt sehen wir mal die andere Seite. Die geht jetzt hier runter. Ich gehe mal ein Stück da zu Fuß da vorne hin. Ja, so sieht das dann hier aus. Hier geht es so weiter runter. Ja, nichtsdestotrotz, wir nehmen euch immer noch weiter mit da runter. Vielleicht kommt da noch ein bisschen was, was wir euch da zeigen können. Hier geht so ein Türmchen, ne? Das war das Zentrum, oder?
Ja, wie ihr gesehen habt, war da die Promenade zu Ende. Jetzt kann man hier noch einmal so an den Strand fahren. Und das war's dann von hier, von der Promenade. Was sagst du? So, ja, ein bisschen enttäuschend, würde ich sagen. Ihr habt eigentlich von dem Campingplatz, da habt ihr nur das Restaurant auf dem Campingplatz, was wir sehr teuer empfinden, ne? Ja. Und ja, in dem Ort wüsste ich jetzt nicht, wo ich hier essen gehen sollte oder so. Also das ist jetzt nicht so gerade sehr einladend. Ja, dann habt ihr den langen Strand, der geht bis da ganz, ganz hinten, bis ihr gucken könnt. Aber ja. Schön ist anders. Ja. Warte. Also ist nicht so unser Ding, unser persönlicher. Ne? So, wir sind immer noch an derselben Stelle hier. Und was ich noch dazu sagen wollte, ist, wir waren da in dem Restaurant auf dem Campingplatz, waren wir essen einen Tag. Mhm. Ich hatte da irgendwie Schweinegulasch mit, habe ich da Pommes bei gehabt, ne? Ja. Das war irgendwie, glaube ich, für 16 oder 18 Euro. Mhm. Also für spanische Verhältnisse viel zu teuer. Ja. Also da haben wir schon besser und günstiger gegessen. Ja. Die Atmosphäre, die ist auch irgendwie, dieses auch Ding schön. Da, das ist nicht. Ich glaube, für ein Bier, großes Bier bezahlst du auf dem Campingplatz 4 Euro. Und wenn du, glaube ich, hier irgendwo im Ort, hat man gehört, kostet es, glaube ich, 2,70 Euro oder 2,80 Euro. Ja gut, das ist ein bisschen teurer als auf dem Campingplatz. Ja. Aber ich... Wir sind enttäuscht von dem. Wir sind eigentlich enttäuscht von dem, ja. Den Platz selber, der ist jetzt nicht so schlecht. Nein, um Gottes Willen. Also der Campingplatz ist eigentlich ganz nett gemacht. Ja. Du hast aber alles da, Sanitäranlagen, die sind okay. Die sind älter, heißes aber völlig Wasser, okay. Super heißes Wasser, alles. Frischwasser, Abwasser, Strom am Platz, alles. Ja, alles okay. Wir haben auch diese Axi-Karte, da bezahlen wir jetzt 23 Euro. Noch 21 Euro. Ab dem Jahr 24 zahlt ihr dann 23 Euro. Ja, also 21 Euro zahlen wir jetzt dieses Jahr. Mhm. Ja. Genau. Ja, Strom, alles was über 4 kW am Tag am Verbrauch ist, wird nochmal extra berechnet mit 55 Cent, glaube ich. 60 sogar? Ja, 60. Ja, ich hoffe oder ich denke aber, wir kommen mit 4 kW aus. Ja. Und Ja, ansonsten müssen wir noch ein bisschen ausharren hier. Wir haben jetzt kurz vor Weihnachten und irgendwo anders ein bisschen Platz zu bekommen. Ist ein bisschen schwierig. Werden wir auch noch hinkriegen und dann geht es wieder Richtung. Dann fahren wir, können wir ruhig sagen, wir fahren dann nach Roqueta de Mar. Ja. Und da waren wir gestern mit dem Roller schon mal. Ja, also es ist was ganz anderes. Das könnt ihr miteinander gar nicht vergleichen. Das ist wie Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. Ja, ist wesentlich schöner. Also alles, da hat man auch ein bisschen mal was zu gucken, zum Flanieren und. Genau. Und alles super top gepflegt im Gegensatz zu hier. Also schon eine ganz andere Hausnummer. Wir haben auch gestern da Freunde besucht und den Stellplatz, wo wir hinwollen natürlich, die sind da gerade drauf. Mhm. Und wir haben auch schon versucht, eher dahin zu kommen, aber das ist so gut besucht. Da. Einen Tag können wir eher kommen. Wir fahren also jetzt am 30. Dezember hier weg und sind ab dem 30. Dezember auf Roqueta de Mar. Aber das soll es von hier aus nicht gewesen sein. Weil wir fahren noch nach Merimar, genau, das ist wieder Richtung Norden. Genau, da kann man mit dem Fahrrad hinfahren und das soll auch ganz nett sein. Und da zeigen wir euch natürlich wesentlich mehr. Ansonsten hier von der Umgebung war es das, weil hinter uns sind die ganzen Plantagen. Ja, die Plastikfälle. Wollen wir auch noch mal was zu sagen? Ne? Also schon Wahnsinn. Also es ist, das muss man mal live gesehen haben, wo überall unsere Tomaten, Paprika und etc. herkommen. Ja. Selbst die Weihnachtssterne kommen von hier. Ja, ne? Alles. Also. Wir sind gestern nach Roqueta de Mar gefahren, da sind 35 Kilometer. Ja. Und da sind wir 35 Kilometer fast durch diese Plantagen gefahren, durch diese Plastikfelder. Ja. Es ist Wahnsinn. Ja. Und was ein Dreck dazwischen liegt, von Plastikmüll und. Also es ist schon, erschreckend. Wirklich. Aber muss man mal live gesehen haben. Ja.
Vielleicht wir wollen euch ja nicht. Ja, mal gucken. Ne? Mal gucken, wenn wir mal irgendwo hinfahren. Ja. Dann gibt es noch einen etwas größeren Ort, El Chio oder so ähnlich heißt der. Der ist im Landesinneren. Im Landesinneren, ne? Da wollen wir auch noch mal hin. Das ist so ein kleines Einkaufszentrum. Ja. Da können wir vielleicht euch auch noch mal ein bisschen was filmen. Da soll es den Sprinter geben, H&M und all so ein Gedönse und auch Lebensmittelgeschäfte. Da geht es wieder ans Portemonnaie. Nein, einfach nur mal gucken. Ne? Ja, genau. Ja. Aber wie gesagt, also vom Strand hier kommt hier nichts mehr. Nee, weil da gibt es nichts mehr zu filmen. Das war es eigentlich und leider. Und das riecht sehr extrem vom Platz aus. Wenn man vom Platz aus zum Strand geht, also es riecht sehr extrem nach Hundekot, muss man sagen. Mhm. Leider. Hatte ich aber auch schon mal gehört vorher, aber dass das so schlimm ist, hätte ich jetzt nicht. Nein. Na ja, gut. Okay, ihr Lieben. So, wir gucken jetzt mal, dass wir mit dem Fahrrad irgendwie noch ein bisschen was hier gucken. Vielleicht zeigen wir euch noch ein bisschen was gleich. Mhm. Ansonsten machen wir das mal andere Sachen von unterwegs, wenn wir weiter weg sind. Ne? Genau. Okay. Ja, gut. Also in der Altstadt hier, in der Innenstadt, kurz vor dem letzten Kreisverkehr, bevor ihr Palermo verlasst, ist hier auf der rechten Seite ein Waschsalon, wo ihr Wäsche waschen könnt. Und das so als Tipp, weil es ist ein bisschen tricky. Ja, da mit den Waschmaschinen. Ich habe jetzt mal das Mikro angemacht, sonst hört ihr mich ja nicht. Ja, mit den Waschmaschinen auf dem Campingplatz Mar Azul ist es ein bisschen sehr umständlich. Ich glaube, es sind 5 Waschmaschinen vorhanden, davon funktionieren aber mein letzter Stand 2 und 4 Trockner und davon funktionieren auch nur noch 2 und der Andrang ist bombastisch. Ja. Also es ist schon ein kleiner Kampf zwischen den Damen. Ja, das sammelt sich natürlich da alles an, ne? Und dann kommen die nicht pünktlich, dann schmeißt der andere seine Wäsche schon da rein. Ja. Und dann gibt es Ärger und hin und her. Ja. Um den ganzen dann aus dem Wege zu gehen, geht es sich dann hier in so einem Waschsalon. Ja, in so einem Waschsalon zu gehen. Und hier kostet auch 4 Euro, genauso wie auf Mar Azul auch. Ja. Und hier nochmal so ein Blick in die Straße. Naja, und dann außerhalb diese Waschanlage, diese Waschmaschinen und Trockner, die sind ja auch nicht auf dem Campingplatz. Nein, dann müsst ihr rausgehen. Hinter dem Buhl. Hinter der Buhlbahn nach rechts, wo zum Pool. Ja. Da ist ein extra Gebäude und da sind die drin. Also man müsste sowieso weiterlaufen. Mhm. Ne? Ja. Ist auch schwierig dort zu filmen. Ich weiß gar nicht, ob du Filmmaterial hast. Ja, ich habe mit dem Handy gefilmt, als wir da waschen waren. Genau. Das ist wahrscheinlich nicht dieselbe Qualität wie jetzt hier, aber nur um da mal einen Einblick zu kriegen, spiele ich das mal ein. Genau. Ne? Okay, weiter geht's jetzt. Ja, wir sind jetzt hier noch ein bisschen kreuz und quer gefahren, aber da gibt es nichts Wichtiges zu zeigen. Hier ist dieser Konsumladen jetzt. Hier könnt ihr eure Fahrräder abstellen. Das machen wir jetzt auch mal. Und dann gehen wir noch eine Kleinigkeit einkaufen. So, ihr Lieben, wir sind jetzt von dieser kleinen Fahrradtour wieder zurück. Hier mal so ein Blick in unsere Reihe. Von da unten kommt ihr hoch. Hier sind so die Plätze, hier sind die Standardplätze. Ich zeige euch mal, wir haben jetzt gerade Glück. Neben uns ist einer frei. Da seht ihr mal, wie groß die Plätze so sind. Und ja, also man kann hier, unser ist 7,35 Meter lang. Wir haben vorne noch ein bisschen Platz. Eine Seite kannst du noch. Die Markise könnte man noch rausfahren. Wir haben hier alles draußen stehen. Ja, so sieht's aus. Der Platz ist auch beleuchtet. Laternen, schöne Palmen hier. Ja, gar nicht schlecht soweit. Jetzt zeige ich euch nochmal, wo der Stromanschluss ist. Jeder Platz hat hier natürlich Strom, Frischwasser, Abwasser. Hier sind die Anschlüsse. Und hier unten ist der Ablauf. Wenn man so einen Schlauch hat, kann man da gleich sich da anstöpseln oder muss das halt mit dem Trichter ablassen. Wir haben ja jetzt hier nicht so einen Abwasserschlauch. Deswegen stellen wir immer hier einen Eimer unter dem Ablauf. Der Ablauf ist auf. Wenn der Eimer voll ist, wird er halt da hinten entsorgt durch den Trichter in den Abwasserablauf
Ja, so einfach machen wir uns das. Oh, da gibt es zwar leckere zu trinken. Ja. Hier das eine, da war Nicole in der. Das da, oh Leute, das ist geil. Ich hol mal die Flasche. Ich hol mal die Flasche, ja. Boah, das ist so lecker, Leute. Das ist so geil. Das, ich also weiß nicht, kann man das sehen? Säuerlich, aber lecker. Ja, das schmeckt also absolut nach Melone, ne? Ja. Ist auch Zero, also kein zugesetzten Zucker, laut Angaben hier. Ja, genau. Aber lecker. Ja, genau. Ja, hier nochmal so ein Blick. Ja, manche haben sich ja echt für längere Zeit hier eingenistet, sag ich mal. So wie die hier. Die haben dann mal gleich zwei Parzellen. Aber die bleiben wahrscheinlich den ganzen Winter hier. Und so sind die Reihen halt überall, wie bei uns. Da brauche ich jetzt nicht in jede Reihe reingehen. Ich kann aber mal gucken, was hier hinter ist. Ja, da geht schon los mit den Plastikfeldern. Aber das weiß man halt, wenn man hier runterfährt, dass sie hier sind. Ja, hier nochmal so ein Blick nach da. Da ist die Einfahrt da unten. Mit den Schranken. Und wenn man da weiter hochfährt, dann rechts rein. Da sind die größeren Plätze für größere Wohnmobile. Die ein bisschen länger sind. Ja, ansonsten. Ich gucke mal, ob ich vielleicht noch die Sanitäranlagen mal kurz filmen kann. Ja, ansonsten kann ich hier gar nicht viel erzählen. So, jetzt fällt mir noch was ein. Ihr seht hier oben die Abspannbänder. Da kann man wohl im Sommer, hier so, ja, so Sonnenschutznetze drüber ziehen, damit man hier nicht wegschmilzt. Ich will mal mit euch jetzt mal zum Sanitärgebäude gehen. Da gibt es so zwei Querverbindungen. Die müssen wir gehen und dann kommen wir zu den Sanitärgebäuden. Die gibt es zweimal. Einmal da, wo wir jetzt hingehen und in die andere Richtung nochmal das Gleiche. Ja, jetzt will ich euch mal versuchen, die Sanitäranlagen zu zeigen. Hier ist einmal Chemietoilettenentleerung. Hier gibt es noch mal eine Hundedusche und eine Waschmaschine für Hundesachen. Dann geht es hier rein zu dem Sanitärgebäude. Ja, hier sind Duschen. So sehen die aus. Dann Handwaschbecken. Hier gibt es die Waschbecken nochmal. Und dann hier halt die Toiletten. Klopapier ist da. Und das sieht eigentlich auch ganz ordentlich aus hier. Babywickelraum, den müsst ihr aber einen Schlüssel für haben. Und jetzt gehen wir mal hier außen rum nochmal. Eigentlich wollte ich euch jetzt noch dieses Restaurant zeigen, aber das kann ich jetzt nicht machen. Das ist dann zu voll. Da kann ich jetzt nicht filmen. Das mache ich vielleicht mal heute Abend oder morgen früh. Ja, hier ist der Raum mit den Waschmaschinen. Leider sind da wieder zwei kaputt von den Waschmaschinen. Und zwei Trockner sind auch kaputt. Und dadurch staut sich natürlich die ganze Wäsche hier. Ich filme jetzt hier mit dem Handy gerade, weil da ist gerade nicht viel los hier. Wir stehen hier beide alleine und warten darauf, dass das fertig wird. Und ja,
So sieht das hier mit der Waschecke aus. Und die ist auch nicht auf dem Campingplatz, sondern da ist die Anmeldung. Und der ist außerhalb, der Waschraum, am Pool. Da geht es zum Pool hin. Wir setzen uns jetzt ein bisschen gemütlich in der Sonne. Nicole macht, glaube ich, ein Stückchen Kuchen klar, ne? Und ja, da machen wir heute mal nichts. Ja, da ist er, der leckere Kuchen. Selbst gekauft. Und den lassen wir uns jetzt schmecken. Und dann habe ich mein Handy schon da liegen, damit ich eure Kommentare beantworten kann. Ja, und jetzt sitzen wir hier so ein bisschen rum und machen erstmal mal nichts. Ne? Genau. Und hier nochmal an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank noch formal für eure netten Kommentare. Ja. Also wir freuen uns jedes Mal, wenn wir das lesen. Und ja, ist einfach herzerfrischend. Ja, ja. Genau. Ja gut, so, jetzt würde ich sagen, wir lassen uns den Kuchen jetzt schmecken. Ne? Ja. Und ihr seht uns demnächst wieder. Gleich. Gleich. So, ihr Lieben. Ich bin jetzt nochmal nach vorne gelaufen. Und zeige euch jetzt nochmal den Strand hier direkt am Stellplatz. Weil wir euch den ja eigentlich nur vom Ort her ausgezeigt haben. Nicht, dass ihr nachher sagt, du warst ja gar nicht richtig am Strand, da wo wir alle hingehen. Ja, hier sind wir jetzt richtig. Hier ist der Zugang noch. Da fahren sogar noch welche mit dem Auto hin hier. Ja. Hier ist der Strand hier. Viele dicke Steine. Oben der kleine Ort, wo wir gestern waren, wo die Promenade anfing und die wir euch gezeigt haben, bis da, wo wir gefahren sind, wo die wieder aufhörte. Ja, da liegt sogar jemand am Strand. So sieht das hier aus. Das Wasser ist bestimmt schön klar. Aber reingehen kann man da nicht mehr, da ist viel zu kalt. Ja, wie gesagt, den Strand wollte ich euch nochmal eben zeigen. Und den finde ich jetzt persönlich, oder wir finden den persönlich, nicht schön. Aber ist ja alles Geschmackssache, ne? Da hinten nochmal die Berge mit dem Schnee oben drauf. Schönes Panorama eigentlich. Zack, sind wir schon wieder unterwegs. Ja, hier stehen jetzt unsere Gefährten, die Biene und von unseren Freunden hier vom Wischimobil, Silvia und Bernd. Wir sind zusammen jetzt mal zu einem Stausee gefahren. Der liegt so 35 Kilometer entfernt von unserem Campingplatz. Und das nennt sich hier Embalse de Benina. Benina. Ja, müsste ich jetzt übersetzen. Weiß ich aber nicht. Ich habe das mal, glaube ich, mit Naturpark oder sowas. Naturpark, ne? Ja, ich gehe jetzt mal zur anderen Seite rüber. Also eine wunderschöne Strecke hier runter. Und Kurve an Kurve, also total cool für Motorradfahren. Ja, ihr seht, auch nicht gut gefüllt. Nee. Wenn der überhaupt mal bis da oben voll war, weiß man ja nicht. Ja, aber guck mal, da ist schon die Staumauer, wenn das so hoch ist, dass das da hinten abgelassen wird. Also das ist schon vorgegeben. Ja, rundherum ist hier nichts, ne? Nein, ist ja auch ein Naturpark hier. Ist ein Naturpark, genau.
Genau, aber soll ja auch wunderschön. Ne? Also ja. Man kann unterwegs schon so die Berge von der Sierra Nevada sehen. Ja, ja, jetzt gerade nicht, ne? Nee, ja, ich, wenn wir wieder zurückfahren, werde ich ein bisschen filmen und dann könnt ihr das ersehen. Ja, jetzt auf dem Hinweg hier haben wir leider vergessen, vorher die Kamera auszuholen. Und in den Kurven konnten wir dann nicht anhalten, weil die echt total eng waren. Aber das seht ihr nachher, wenn wir wieder runtersausen, ne? Ja, genau. Erst müssen wir ein bisschen hoch und dann geht's runter. Ja. Aber wunderschön. Und wie immer überall hier wieder diese ganzen Plantagen zwischen diesen Bergen. Ne? Die ja, diese ja, Plastikplantagen da, ne? Ne? Aber werdet ihr auch näher sehen auf den Bildern auf dem Rückweg. Ja, ja. Und ja. So. Aber nur mal ein schöner Tagesausflug. Ja. Also wer einen Roller oder ein kleines Bike dabei hat, wie auch immer, da so ein. Ja, mit Fahrrad zu weit, ganz. Also von da, wo wir sind, zu weit. Ja, ist schon zu weit, ja. Ja, das stört uns ja auch so ein bisschen, dass alles von da, wo wir jetzt wohnen, auf dem auch Campingplatz, von Mar Azul aus, zu weit weg ist. Ja, ne? Also ja, nur mit dem Fahrrad da ist es ein bisschen zu langweilig. Ja. Da kommen schon die ersten. Ja, da kommen schon die ersten Rowdies. Die ersten Spanier. Ja. Die machen heute, wir haben heute Sonntag, hast du gesagt? Ja, habe ich noch gar nicht hast gesagt. Ne? Und am Sonntag sind natürlich auch die ganzen Spanier unterwegs. Und dann ist es nicht so sinnvoll, wenn man dann irgendwo so in den Städten oder in den Häfen geht, weil das ist alles rappelvoll. Ja, ja, die kommen natürlich auch, ne? Genau, und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir dann heute mal so in die Berge fahren. In die Berge fahren, genau. Ist ja auch mal was Schönes. Ne? Ja, und warm ist es eigentlich auch, wieder die Sonne scheint, ihr seht es ja. Doch. Gut, der Fahrtwind jetzt ist ein bisschen frisch gewesen, ja, auch so im Schatten oder so. Nur im Schatten, ne? Ne? Mhm. Okay, ja, ich würde sagen, wir gucken mal hier noch so ein bisschen rum, ne? Ja, würde ich sagen. Und dann zeigen wir euch ein paar Bilder auf dem Rückweg noch. Die beiden meinten, vielleicht könnte man da irgendwo was, eine Kleinigkeit essen oder trinken gleich. Das sieht mir aber nicht so aus hier. Habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt hier. Nee. Ne? Okay, ja, dann würde ich sagen, bis später. Bis gleich. Rush before me, I feel a flood in my head. I'll be here all through your daydream. I'll be here inside your bed. Rooftops and ceilings, the only thing stopping us now. I'm drunk but jetzt mit der Biene und mit dem kleinen Smart hier noch mal nach Alta gefahren, heißt der Ort, glaube ich. Und hier ist so ein bisschen Flohmarkt gerade. Und wir wollen uns aber jetzt mal hier in den Hafen begeben und wollen mal irgendwo uns ein bisschen hinsetzen, ein bisschen quatschen. Und die Damen, die müssen mal auf die Toilette. Und die beiden anderen, die waren hier schon mal vor ein paar Tagen und haben hier ein Restaurant oder so eine Tapas-Bar entdeckt. Und da gehen wir jetzt mal hin. Und damit ich hier nicht überfahren werde, höre ich jetzt mal auf mit Filmen und melde mich gleich wieder. So, hat geklappt mit der Straßenüberquerung. Und hier sind wohl öffentliche Toiletten. Und ja, hier ist ein schönes Restaurant. Und ich denke mal, die beiden laden uns jetzt dazu ein, ne? Ja, was meinst du? Damit die Einladung steht, oder?
Ja, ich weiß nicht, es wird ja nicht viel geben. Sevilla war schlecht, ne? Von der Fahrerei. Ja, das kann natürlich sein. Das schlägt schon mal auf den Magen, ne? Die kurvenreiche Fahrt, ne? Ja, ja, wer da nicht vertragen kann, ist schon nicht so einfach, ja, ne? Kann ich auch nicht vertragen, sowas. Ja. Aber auf dem Roller, das geht, also. Dann merkt man auch nicht, wenn man so ausspuckt, mal so, ne? Nein, aber da habe ich immer frische Luft um die Nase und dann geht das. Dann geht das, ne? So. Hättest du meinen Hut mitgehabt, hättest du dich ganz verstecken können. Jetzt hat er so nur ein Käppi. Die Käppi, ja, da ging nicht, ne? Na gut, so. Wir gucken mal, wo wir uns gleich hinsetzen. Und dann suchen uns schon ein schönes Plätzchen. Gucken wir mal weiter, ne? Mhm. So, ich habe natürlich vorhin Quatsch erzählt. Der Ort, der hieß nicht Adra oder so. Doch, der Ort. Adra heißt der. Genau, der genau. Ort heißt Adra. Ist jetzt nicht so ein schöner Ort, ein bisschen industriemäßig so ein bisschen. Aber wir sitzen jetzt am Hafen, ja, und essen gleich eine Kleinigkeit. Haben schon mal einen Platz besetzt. Genau. Und jetzt gehen wir mal hier, nimm mal hier dein Mikrofon dann. Ja, ne? Der Strand ist jetzt auch nicht so schön. Also es liegt überall immer Müll rum, leider. Immer ja. Plastikflaschen und aber hier Dreck. Ist das Meer, der Wind. Ja. Ne? Das sieht schon ganz gut aus. Und da unten liegt einer in der Ecke. Der schläft. Ja. Der macht Eier. Ja. Na gut, so. Da. Jetzt schwingen wir noch einmal hier rüber. Und dann gehen wir aber auch rüber. Ja. Dann kommt mit. Ja, hier nochmal so ein kleiner Rundumblick. Und die Herrschaften, die sitzen da schon. Und dann gehen wir jetzt mal hin. Also ihr Lieben, wir sitzen jetzt hier an dem Lokal da am Hafen und dann haben wir schon eine Bestellung aufgegeben. Und jetzt, wenn ich mal so durchzählt, ist ja ein Bier zu viel, ne? Das haben wir mal bestellt, falls noch Besuch kommt, oder Bernd? Ja, nee, das ist einfach so, weil hier der Kellner, der schnappt hier jeden Wort laut auf und bringt das gleich. Das ist eine Aushilfe. Ja, jetzt warten wir noch auf unsere Burger und dann zeigen wir euch die noch kurz und dann müssen wir uns leider von euch verabschieden. Dann wissen wir auch, ob wir 6 geliefert bekommen haben, weil wir ja 2 Mal drüber gesprochen haben. Ja, genau. Bestellt. So, ihr Lieben, euch interessiert immer, was wir so essen und bestellen. Die Silvia hat sich jetzt hier einmal Patatas Fosto. Warum auch immer. Also das sind Kartoffeln gebraten in einer Sahnesoße mit Schinkenstückchen. Okay. Und Käse überbacken. Und Käse überbacken, ja. Auch noch. Kostet? 15 Euro. Am Hafen. Und das ist auch nur heute genehmigt, weil sonntags ist. Ja, gut. Ja, so, haben wir das schon mal erledigt. Jetzt warten wir noch auf unsere Burger. Mega-Burger nannte sich das. Und da bin ich ja mal gespannt. Mega drauf gespannt. Ob, da sind wir mega gespannt drauf. Guten Appetit erstmal. So. Ne? Silvia ist immer noch nicht fertig dann. So, wir haben jetzt auch unseren Burger gekriegt. Nennt sich Mega-Burger? Ja, nicht überall. Wir haben der Nachbar hier, der Bernd, bei dem hieß er anders. Ja, aber na, ihr habt Mega-Burger 4 und ich habe Mega-Burger Doc. Das ist eine andere Werft. 12 Euro. Kostet 12 Euro das Stück. Sieht aber alles gleich aus. Wir sind jetzt fertig mit Essen. Da stehen unsere beiden Flitzer. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. War ganz lecker, der Burger. War ganz schön. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen, was wir euch so gezeigt haben. Und ihr seid dabei, wenn es die Tage wieder weitergeht. Ja, wir sind jetzt im Hafen von Almerimar. Ein Sportboothafen und ja, hier mal so ein kleiner Blick hier rum. Hier ist auch ein Wohnmobilstellplatz und wir fahren jetzt mal noch ein bisschen hier durch den Ort. Überall haben natürlich die Cafés geöffnet, die Restaurants und ich glaube, wir suchen jetzt hier eine Eisdiele auf. Hier gibt es wohl 3 Hafen, Einfahrten, Becken und die fahren wir jetzt mal so alle ab und dann spiele ich euch die Bilder mal so ein bisschen ein. Also hier ist echt Leben. Hier ist so ein Restaurant und
Tapasbar neben der anderen. Richtig schick hier. Und wie gesagt, der Ort heißt Almerimar. Da hinten war der Wohnmobilstellplatz. Der war auch gut besucht, es waren aber noch immer noch ein paar Plätzchen frei dann. Haben wir schon gesagt, so für 2-3 Tage kann man da auch mal stehen. Wir sind jetzt von Almerimar, das liegt jetzt da, wieder auf dem Fahrradweg zurück. Der Fahrradweg geht hier ganz hoch, wie so eine Promenade auch, kann man super fahren. Und hier ist gerade so ein kleiner Hotspot von so Wellenreitern. Jetzt gehe ich mal ein Stückchen näher ran, ist natürlich wieder schade wegen der Sonne. Vielleicht kann ich aber ja, doch noch ein bisschen was aufnehmen. Ist eigentlich gar nicht windig heute. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Wellen herkommen. Wahrscheinlich über Nacht hat der Wind die Wellen auf dem Meer so erzeugt. Da jetzt kommt schon wieder alles so nah hier. Aha. Ja, da sind die Jungs. Ja, da fahren einige. Einige haben es hier schon drauf. Ja, auf jeden Fall, wir können euch nur sagen, Almerimar ist ein schöner Ort, schöner Hafen, viele kleine Tapas-Bars, Restaurants, kann man gut hingehen und lohnt sich auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall mehr los wie in Palermo. Ja, Palermo ist eigentlich tote Hose. Ja. So sieht das halt aus. Hallöchen! Hallo! Viele liebe Grüße aus Palermo, genau. Direkt vom Meer. Ihr seht, wir haben heute eine Wahnsinnsbrandung. Ah, da kommt wieder einer. Hey, cool. Ja. Ja. Heute ist also der 20.12. Wir haben so circa 16 Uhr. Es kommen ganz viele Wolken, ja, von den Bergen. Und ja. Deswegen haben wir uns jetzt nochmal hier an den Strand begeben. Wir, genau, wollen nochmal schnell Tschüss sagen. Richtig. Und bedanke uns für euch, bei euch fürs Zuschauen, ja, für die vielen Fall. Netten Kommentare. Ja, super, ganz die toll. Die vielen Abos, können ruhig noch ein paar mehr werden. Ne? Ja, nochmal lieben Dank an alle Abonnenten, ja, und lieben Dank an alle Zuschauer. Und von den Zuschauern würden wir uns auch wünschen, wenn ihr bald unsere Abonnenten werden würdet. Ja, die Schwarzgucker, nein. Nein. Ja, gut. Nein, alles gut. Ja, also, wir sind jetzt hier fast 14 Tage. Oh ja, oh. Fast 14 Tage gewesen. Ja, unser Fazit ist, wir waren jetzt hier. Wir haben es einmal gesehen. Genau, und fahren hier, aber würden hier nicht wieder hinfahren. Nein, ist nicht unsere, genau, Stelle und Tür. Ja, wir waren ja jetzt gerade mit euch noch mal kurz in Almerimar. Der Ort gefiel uns ganz gut. Der ist ein sehr schöner Ort, also mit drei so kleinen Häfen. Also, ja, habe ich, hab ich den alles schon erzählt? Schon erzählt? Ja, habe ich schon, genau, alles erzählt. Und überall gesehen. Restaurants, super schön, also ist, oh, wirklich schön. Guck mal. Eieieiei. Wahnsinn, ne? Nur einer. Den nehmen wir noch mit. So, ja, ihr Lieben. So, das war's. Bleibt gesund. Bleibt gesund und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Nochmal das Meer. Nochmal das Meer, genau. Einmal das Meer noch. Gehen wir noch ein bisschen näher ran, mal.